Hallo, meine lieben Zuschauer, und weiter geht's. Moment mal. Okay. Soll ich jetzt hier runterspringen? Nein. Oder? Muss ja, ne? Okay. Ach, da ist noch so ein Fieder, ne? Super. Luis, bist du beschäftigt? Ich wollte mir gerade... Nein, nicht beschäftigt. Brauchst du denn was? Hier sind zwei abgestürzte Schiffe. Du warst nicht der einzige Pilot, dem der Wind zu schaffen gemacht hat. Oh, das fällt dir jetzt auf? Wo warst du denn? Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Also du bist wirklich... gern geschehen, Kleiner. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also, wir sehen uns. Ciao. Warte mal. Okay. Ja. Okay. Jetzt die große Frage. Oh, ich hasse solche Überraschungsangriffe. Ich hasse das. Ja, bin ich denn jetzt hier? Na gut, bin ich richtig. Sucht Droide. Sie beobachten uns. Au! Selbst schuld. Okay. Cool. Okay, so, warte mal, wo muss ich denn jetzt eigentlich genau hin? Okay, da drüben gibt es auch noch irgendwas. Irgendwie. Ne, Quatsch, nicht da. Da hin. Okay, ne? Gut, ja. Da drüben gibt es auch noch irgendwas. Klingt nach Gewitter. So, komme ich jetzt hier hoch? Ja. Au. Oh Mann, was sind das eigentlich für Viecher? Jotas. Stark, aber langsam. Schlage zurück, nachdem du an den Angriff ausgewichen bist.
Schnell Hiebe und oder unkonventionelle Angriffe erzürnen und verwirren die Kreatur. Der Jotas ist ein beeindruckendes und überaus aggressives Raubtier, das seine Vormachtstellung mit brutaler Gewalt durchsetzt. Während ihm sein dickes Fell einen panzerähnlichen Schutz gewährt, ist er im Bauchbereich verwundbar, da die Haut hier vergleichsweise dünn ist. Ihre geringe Geschwindigkeit kompensiert diese Kreatur mit wuchtigen Hieben und der beeindruckenden Reichweite ihrer langen Vorderarme. Und gut. Da ist irgendetwas, aber... Ja, warte mal. Da quetschen wir uns hier mal durch. Okay, da ist noch so einer. Gut, das ist ja wahrscheinlich nur optional, ne? Okay, da unten komme ich weiter, aber erstmal muss ich... Nein, da ist nur gar keinen Bock drauf. Sind noch mehr von diesen Dingern? Okay, aber da komme ich ja nicht. Oder komme ich doch vielleicht von. Nach da, ne, ich hätte wahrscheinlich doch da weitergehen müssen. Durch den großen Ring. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Ah, okay, gut. Ach, okay, gut. Scheiß drauf. Au, 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 au. Überwacherstellung des Gegners. Was ist denn für einer? Alter. Das werden Sie bereuen.
Warum ist das jetzt hier wieder zu? BD, du müsstest hier etwas überladen. So, warte mal. Ja, wie soll ich da jetzt rüberkommen, ohne drauf zu gehen? Nee. Ja, gut, das kann ich jetzt zwar an, verlangsamen, aber was bringt mir das? Ja. Okay, gut. Warte mal. Ja, aber wie kommt... Ja, wenn ich in das Wasser reinspringe, bin ich tot. Oh, warte mal. Hier drüben das Kabel. Na, also geht doch. So, jetzt müsste aber eigentlich... Das Wasser nicht mehr unter Strom stehen, oder? BD, ich bräuchte hier etwas Strom. Brutzel. Wo ist Marcel? Wo ist mein Padawan? Meine Männer durchsuchen das Wrack. Wir finden ihn. Ich empfange gerade eine Nachricht. Wahrscheinlich vom Trupp. Oh, Moment. Sie ist vom obersten Kanzler. Übertragung der Klonkommand. Commander und die Jedi-Meisterin überlebten den Absturz, aber ihr Padawan war verschwunden. Ja, aber was bringt mir das jetzt? Okay, gut, auf diese Weise komme ich wieder zurück auf die andere Seite, ja. Ah, da muss ich doch durch den großen Ring, aber das Ganze ist hier nur optional. Kacke. Scheiße, wie kann ich jetzt hier nochmal... Ach, hier oben. Hier. Was willst du denn jetzt überladen? Das Ding läuft doch. Oh!
Okay, gut, warte mal. What? Ja. Das bringt mir jetzt hier aber nichts, ne? Oder? Schade, dass ich jetzt nicht auseinanderschmeißen kann, Alter. Moment mal. Hier war ich ja noch gar nicht. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch, wenn ich da jetzt runterspringe? Egal, scheiß drauf. General Chiata, wir haben den Dreadnought der Separatisten schwer beschädigt. Leider gilt dasselbe für unser Schiff. Trotz des Schadens empfehle ich weiterzumachen. Gemeinsam. Sie wissen, ich schrecke vor keinem Kampf zurück. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay, warte mal, jetzt muss doch noch eine Kiste, die ich haben möchte. Na, komm schon. Ich wusste, dass du da reinspringst. Ja, sehen wir es uns an. Neues Poncho-Material, Hyperhülle. Okay. Ja. Warum sehe ich die Mantis dann jetzt nicht? Ach, warum nicht, ne? Okay, so. Also. Der große Ring ist da und da wollen wir es dann jetzt mal... mal auf den Weg hin machen. Ach, die schon wieder. Wie jetzt? Sieht er mich nicht? Okay, das war... nicht gut. Ach. Was will das scannen? Gut gemacht. Ide. War das nicht auch so ein Druide in Episode 5, den Han Solo da einen verplättet hat? War das nicht auch so einer? Gut. Ich glaube ja, ne? Den Han Solo da verplättet hat. Der Commander starb durch ein Lichtschwert.
Mhm. So, warte mal. Ich glaube, das ist ein Fall für dich, BD. Okay, haben wir hier noch irgendetwas? Eigentlich wäre auch mal wieder nett, mal wieder einen Speicherpunkt hier zu bekommen. Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Heißt nichts Gutes. Definitiv nicht. Imperiale Grabungsstätte. Fähigkeitenbaum, ja. Agile Ablenkung. Er lenkt Blasterbolzen automatisch ab. Ja, nee, was auch immer. Okay. Da sind Soldaten. Danke für die Hilfe. Schade, dass ich jetzt kein Blastergewehr hatte. Wirklich großartig, BD. Och, da sind das Soldat und zwei von denen, da ich gar keinen Bock drauf, ne? Hallo, Jungs! Benötige Wartung. Bereit für eine Seilrutsche? Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Muss dein Weg zum Grab sein. Zu Seilrutschen in beide Richtungen. Ah, cool. Cool. Cool.
jetzt ist doch die große Frage, wie komme ich jetzt hier durch? Hier gibt es auch... Dann ist das hier jetzt nur wieder so ein... Ja, toll, das ist hier nur wieder so ein optionales Ding. Zumindest noch. Okay, gut. So, ich muss das erstmal da hinkommen, wo die Soldaten sind. Na, den jetzt hochfahren bringt mir ja nichts, ne? Gut, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt, dass ich bald wieder dabei. Und Kommentare nicht vergessen. Bye, bye.